Gerade in Corona-Zeiten ist Kreativität gefragt und das gilt auch für eine Berufsgruppe, über deren Produkte wir zwar gerne schmunzeln, aber in der Regel nicht so sehr darauf achten, wer jetzt der Zeichner ist, der hier mit spitzem Stift den Finger in eine der vielen Wunden der Zeit legt. Das hier sind Bilder aus der virtuellen Galerie des Karikaturenwettbewerbes 2020, der, wie kann es auch anders sein, in diesem Jahr nur virtuell durchgeführt wurde. Eine von der Branche geachtete und in ihrer Kompetenz unbestrittene Jury hat aus den Einsendungen von fast 80 Autoren jetzt eine repräsentative Ausstellung zusammengestellt, die, wenn es Corona erlaubt, so schnell es geht, zeitgleich in Dresden und Bremen gezeigt werden soll. Bis dahin eben die virtuelle Galerie und deshalb sind auch hier die gezeigten Karikaturen alle mit einem Wasserzeichen versehen, was ihre Aussage aber in keiner Weise beeinträchtigt. Unter den Zeichnern, die es in die Ausstellung geschafft haben, auch der Magdeburger Philipp Hubbe. Und so manch anderer Name, den man seit vielen Jahren aus entsprechenden Publikationen kennt. Die Ausstellung ist das eine, die Gewinner das andere und da haben sich die Wettbewerbsorganisatoren auch etwas ausgedacht und virtuelle Preisträgervorstellungen geschaffen, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten wollen. Beginnen wir mit dem besten Newcomer. Das ewige Problem bei Preisverleihung sind die Newcomer. Sie sind meistens jung, haben eine kurze Vita. Dieser Frischling wurde gerade mal 1992 geboren. Nichtsdestotrotz ist Felix Gropper schon seit Jahren sehr umtriebig und aktiv. Er stammt aus Krefeld, wo immerhin auch Andrea Berg, Margarete Schreinemakers und sogar Josef Beuys das Licht der Welt erblickten. Seine Jugend verbrachte er in Braunschweig, wechselte aber dann in den südwestlichen Zipfel der Republik und studierte ab 2012 an der HBK Saar Kommunikationsdesign. Für seine Diplomarbeit bekam er 2018 einen Förderpreis über 2000 Euro und trat bei der Verleihung in einem äußerst dezent schicken Outfit an. Des Weiteren schreibt er beim Fußball-Premium-Produkt 11 Freunde über das wichtigste Rund der Welt. Kicken ist aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis eine seiner Leidenschaften. Er zeichnet auch gerne und das mit Erfolg, wie die diesjährige Auszeichnung für seine Corona-Karikatur zeigt. Herzlichen Glückwunsch dem glücklichen Felix Gropper als bester Newcomer des Jahres. Den geflügelten Bleistift in Bronze gewinnt... Welch eine sphärische Fügung. 1985 erhielt dieser Preisträger nach eigenen Worten aus dem Weltall den Befehl, Karikaturist zu sein. 27 Jahre zuvor wurde Ari Plickert geboren, laut Taz als direkte Folge von Sex in Lüdenscheid. Eine Ausbildung zum Grafiker folgte das Studium der visuellen Kommunikation in Leeds und Dortmund. Im Pott lebt er heute noch. Sein Motto, in ganz bescheidener Anlehnung an einen großen römischen Feldherrn: Ich kam, ich sah, ich zeichnete. Unter anderem für Titanic, Eulenspiegel, Taz, Stern und Tagesspiegel. Er hat seine Skizzenbücher überall griffbereit positioniert und handelt nach einer alten Maxime, die er selbst nächtens eisern durchhält. Ideen sofort aufschreiben, bevor sie aus dem Kopf verschwinden. Doch nicht alles ist sofort gut für ihn. Und das ist gut so. In selbstgrüblerischen Phasen der Optimierung ist er durchaus fähig zur Selbstkritik. So entstand auch sein preiswürdiges Werk. Diese Zeichnung haut ins Auge, geht an die Nerven, lässt keinen kalt. Herzlichen Glückwunsch an Ari Plickert zum geflügelten Bleistift in Bronze. Den geflügelten Bleistift in Silber gewinnt... Norden, Süden, Norden. Geografische Wechselwanderungen zwischen Kulturen und Regionen können beeindruckend befruchtend sein. Miriam Würster wurde in Hamburg geboren, wuchs im Schwabenland auf und lebt in Bremen, wo sie Illustration und Cartoon an der Hochschule für Künste studierte. An ihrem Arbeitsplatz in einer ehemaligen Kartonagenfabrik wird sie zur Regisseurin, inszeniert Figuren und Atmosphäre auf ihren Zeichnungen. Ihre variantenreichen und farbenfrohen Werke erscheinen unter anderem beim Weserkurier, Stern, Spiegel Online, Nebelspalter und Charlie Hebdo. In ihr brodelt, sagt sie, obwohl sie äußerlich eher charmant freundlich rüberkommt.
Eine Silversurferin mit verschmitztem Lächeln, die eigentlich Menschen mag, aber dann doch deren innewohnenden Dämonen schonungslos freilegt und ihre Befindlichkeiten tiefgründig seziert. Sie bezeichnet sich selbst als Mimose und knapst manchmal an Schlägen, die ihr vermeintlich verpasst wurden. Wir erlauben uns für ihre Karikatur den silbernen Ritterschlag, beziehungsweise den geflügelten Bleistift als selbigen, den sie hoffentlich freudig und das bereits zum zweiten Mal trägt. Und gratulieren Miriam Wurster herzlich. Den geflügelten Bleistift in Gold gewinnt. Kennen Sie den? Dieser Mann hielt schon mal eine der begehrtesten Auszeichnungen seiner Branche in den Händen. Das war 2002 in Dresden. Und so groß wie die Flut damals in der Stadt war sein Schaffensprozess seitdem. Begonnen hat dies alles schon in den 1970er Jahren. Nach dem Studium zum Diplom-Designer und ersten Aufträgen für Matt und Pardon gelang Wolf-Rüdiger Marunde der Sprung in die Zeichner-Bundesliga mit Stern und später Brigitte. Dann ließ er die Sau raus. Er fand in den 80er und 90er Jahren Marundes Landleben, Neues aus Schweinhausen und Schweinhausen privat. Das Nordlicht zog ins Wendland nach Niedersachsen. Neu und schön waren die großen malerischen Cartoons in Aquarelltechnik. Skurril und nachdenklich machend seine Themen. Da wird's brachial lokal im Spannungsfeld von städtischen Landliebeträumen und dem regionalrealen Lebensdasein. Daraus entstanden zahlreiche Bücher, Kalender und Postkarten. Die Hör zu druckt ihn bis heute jede Woche. Nach dem güldenen 2002 und bronzenen 2015 ist es dieses Mal wieder der geflügelte Bleistift in Gold. Dank der Tanke. Herzlichen Glückwunsch, Wolf-Rüdiger Marunde. Alle hier gezeigten Bilder und Videos stammen von der Wettbewerbsseite, auf der Sie sich alle Karikaturen anschauen können. Es lohnt sich, denn die Themen sind so vielfältig wie die Probleme unserer Gesellschaft. Bloß gut, dass es Künstler gibt, die jeder Situation etwas Humorvolles abgewinnen können.